Oh ja, Lambda und Farm jetzt am Ende. Ja, nice. Wow, ehrlich, da landet einer genau unter mir und denkt, das ist eine gute Idee, die Länder hochzugeben. Da landet ein Hubschrauber auf dir. Ja, der hat keine Rüstung mehr. Hier ist dein Arsch. Oh Mann, ich war doch. Oh, jetzt ist da einer auf mich gesprungen. Ich war doch gerade noch dabei, hier den Heli zu ruinieren. Boah, ich hab gestern Abend noch geguckt. Weiß nicht, ob du den kennst. YouTuber, der Let's Plays macht. Kalle heißt der. Nee. Ich kenne den über Head of Blood, weil der auch aus Spandau kommt. Der hat eine komplett andere Art. Ein bisschen rundlicher. Und hat irgendwie eine geile Art. Und der spielt hauptsächlich Bus-Simulator. Unter anderem Flixbus-Simulator. Aber so geil. Kommt der sitzt dann da und dann kommt mit irgendwie so. Das ist ja wie eine Sauna hier. Also, ey Leute, wir können jetzt hier Arktis haben. Ja? Oder Sauna. Wir kommen eh nicht auf eine Temperatur, die euch gefällt. Aber gut, bitte, bitte nicht eigentlich. Wir sind auf 18 Grad. Und ich stelle dann halt. Aber ist jetzt euer Problem, dass ich jetzt auf das Armaturenbrett gucken muss, während der Auto fahren. Kommt mit auf der Autobahn 180. Schalten sie dann halt auf die Ansicht vom Armaturenbrett um und stellen sich lieber ein. Und guckt wieder hoch und ist halt voll auf der Gegenfahrbahn. Okay. Und so, oh nee! Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Und sagt, ey, das ist jetzt echt nicht mein Problem. Das ist total geil. Ach, die Richtung fliegen wir. Okay. Ey, das ist echt richtig lustig. Auch wo einer sagt, ich müsste mal auf Toilette und da muss er ins Klo freischalten. Und er steht auf, also fährt rechts ran und sagt: Hier wird weder gekackt noch gepisst. Das muss ich später alles wegmachen, habe ich keine Lust drauf. Ah, echt geil. Also schon. Also echt lustig. Der fährt einen halt normalen Bus-Simulator wohl lang gespielt und dann auch ziemlich mal den Fernbus-Simulator mit Flixbus. Das habe ich mir da reingekommen. Der Hammer. Ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Du musst es beschützen. Das sagt er jetzt einfach so, ich muss den beschützen. Als ob ich so ein Beschützer wäre. Sehe ich aus wie der Beschützer, Klaus. Ein Schutz. Warte, ich hätte gerne. Ein Schutz. In deinen Arsch. Ein Schuss. Der Feind nähert sich. Oh nee! Wir hatten jetzt schon neues Abspringen, dass er hierher kommen kann. Wir sind bei mir. Wow, die haben einen Raketenwerfer sich mit ein verficktes Fenster geschossen. Mit Beton. Alter! Was? Die, da sind da welche direkt auch neben uns noch gelandet. Vielleicht waren ja, die auch schon da. Ja, aber haben wir die Meldung, dass jetzt der Feind sich nähert. Also sitze ja abgesprungen. Das heißt, die haben mich jetzt gekillt, weil sie so schlecht waren und direkt gestorben sind. Das ist ja völlig unangemessen. Finde ich auch. Ganz so gut verdient, dass sie den Westen sollen die doch da hingehen. Kommst du schon wieder? Ja. Okay. Ich gehe jetzt. Wir sind immer noch in dem Haus. Ja, ich gehe jetzt dahin und ficke. Einen von denen K.O. auf der Straße. Ein Kollege kommt, um ihm zu helfen. Schafft aber nicht. Finish. Sehr schön. Scheiße. Kontakt. Kontakt. Ich habe ihn die Rüstung gebreached. Fuck. Oh, ich habe ihn. Ich hab ihn genau gehört und hab ihn einfach nicht gesehen gerade. Ah, ne, er war. Ach, Scheiße, er war weiter links. Bin
rechts. Kacke, das gibt's doch nicht. Fahr weiter links, rechts. Ja, mein Charakter wollte erst nicht über den Zaun steigen und als ich dann schon lassen wollte, ist er plötzlich doch drüber gestiegen. Ja, wieder. Richtig. Die sind auch keine Top-Verdiener. Du kriegst mit Kills kein Geld. Das ist so dumm. 4 Sekunden. Das ist so dumm. Ihre Dummheit kotzt mich an. Ich krieg wieder meine Inkompetenz-Allergie. Allergie. Ja, die haben mich. Die haben mich mit Gas rausgezogen. Ah. Ja, das sind halt wirklich Deppen, dieser Modus eigentlich scheißegal ist, die da nur hingehen, um Leute umzuschießen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was die machen. Das bringt denen nichts. Ja, der ist in dem Waggon. Die sammeln kein Geld, die sitzen da jetzt einfach nur und schießen weg. Jetzt sind auch noch die, ja. Ich sehe nicht, warum brennt zwischen den Häusern. Es ist halt so unnütz, ey. Oh. Ja, na sicher! Hey, komm! Ja, sind bei mir. Ach, hammig, ey! Ja, können wir jetzt endlich mal anders hingehen. Ja, super, ey. So wie es aussieht, bringen wir jetzt bei den 3 Top-Verdienern ab. Ja. Ja. Ist doch schön, holen wir die. Sollen die doch da hinten ganz allein ohne Geld irgendwelche Leute umschießen, wenn sie da Spaß dran haben. Ja, bin tot. Das ist... Aber der ist hier. Ja, direkt über mir. Da war er kurz zu sehen. Ja, ich sehe ihn über dem Dach im Rennen. Ich komme leider nicht hoch. Ich lande oben drauf. Scheiße. Alter! Ja, leck mich doch!
Fenster, er rutscht um die Ecke und finisht mich. Jetzt lässt er mich verbluten. Ach komm. Ich kill mich selbst, ich liege jetzt hier nicht so gut. Im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Oh shit. Da ist gerade einer von dem Haus, wo du bist, weggerannt und wurde einfach aus der Luft geklatscht. Also richtig übel weggeschossen. Ja, jetzt kommt auch gerade so ein Kampfheli an. Ja, aber irgendwo sniped einer gesilenced, das macht nur Takt. Sichtkontakt! Und dann müssen auch wieder Schritte. Eine scheiß Gegend. Ist eine scheiß Runde. Allgemein. Ja, ja. Ist völlig egal. Sichtkontakt. Feindliche Drohne über uns. Ja, Alter, ich bin vom Hausdach instant tot. Weggesniped. Der sitzt bei dir irgendwo in einem Haus drin. Ja, ich hab vom Hausdach gejagt, der die ganze Zeit schon oben auf. Hast du nicht? Ich hab ihn beschossen, jetzt ist er mir hinterher und hab mich gefinisht. Ja, ich hab von. Er hat mich gefinisht. Ja, ich hab ihn aber von hinten angeschossen und in dem Moment ist er vom Dach gesprungen. Ja, ich hab ihn aber auch von vorne angeschossen. Genau vor ihm runtergesprungen. Ja, hab ich gesehen. Er ist mir nur hinterher, um mich zu killen. Damit das ganze Geld. Hätte einfach um die Ecke gehen können da oben. Das bringt halt nichts, das von mir hier gerade. Auf den Himmel achten! Ja. Ja, bin wieder tot. Weißt du, ich komme runter, werde direkt abgeknallt. Egal, wo ich hinfliege. Ja, der wackelt wieder auf dem Dach rum. Schreib nicht noch deine Waffe auf. Wackelt den so. Toll, Baum. Ja, der liegt auf dem Haus und da ist eine Mine, weißt du, und drei Gegner. Ey, das kann nicht sein. Ey. Ja. Guck mal jetzt ein Eis.
Ja, die Runde ist halt echt für den Arsch. So, wir haben die Rüstung zerschossen. Der ist die ganze Zeit, der sammelt auch kein Geld, der hockt nur auf diesem Dach, um die Leute wegzuschießen. Ansonsten macht er nichts. Ah, jetzt hat er mich irgendwo aus irgendeinem Fenster wieder gesehen. Ich wollte gerade sagen, bin ich nicht da, falle ich irgendwo in der Walachei runter und werde nicht gekillt. In dem Moment, wo ich mich setze, werde ich erschossen. Hm. Das war schön, können wir jetzt woanders hingehen wieder. Ja, lol. während ich noch runterfall, habe ich gerade im Flug so ein Kampfheli zerlegt. Einfach eine völlig dumme Runde mit nur dummen Menschen. Was ich lande und höre direkt, der Feind nähert sich. Was ist denn das? Ich scheiße drauf. Ich spring jetzt ab, schieß irgendwas kaputt und dann. Ich bin mittig auf dem Hochhaus gelandet, also mehr Scheiße drauf geht. Ich hab eben nicht mal mehr mein Fallschirm wieder geöffnet. Ich hab auf die Gegner geballert, bin oben auf der Straße aufgeklatscht und bin wieder tot. Ist egal, jetzt spawnen die wieder neu. Jetzt können wir jedes Mal woanders spielen. Ist doch toll. Jetzt sind wir beim Grünchen, ist auch hübsch. Ich falle jetzt einfach wilder runter. Er ist dabei, mein Magnum zu handeln. Ja, mit Magnum hast du es ja. Magnum ist ja genau deins. Ja. Deswegen bin ich auch so froh, dass sie nach einer meiner Lieblingswaffen eine Eissorte benannt haben. Ey, ich bin da schon so richtig voll steckt. Guck mal, ja, Holz! Ja, Holz, Alter. Ja, das war echt dumm. Da hat irgendeiner jetzt in aller Ruhe hier durchmarschieren können, weil... Ach Gott, ey. Kann sich haken, ey. Das sind dumme Menschen. Ich war gerade dabei, mir eine Panzerplatte einzusetzen. Die Animation hat sich jetzt gerade aufgehängt. Und Panzerplatte rein. Und Panzerplatte rein. Und Panzerplatte rein. Und Panzerplatte rein. Ich hab schon 20 Panzerplatten drin. Der Hubschrauber vor mir war wohl gerade am Wenden. Jetzt dreht er sich die ganze Zeit um sich selber. Mein Gott. Das bin ich. Achso, was? Wir haben 17 Leute gefragt. Nein. Ja, weil du den 18. hättest fragen müssen. Das wärst du gewesen. Richtig. Und ich sehe mich da schon. Schön. Ich habe einen schönen neuen Begriff für das Umfeld der Kirche. Friedhof? Mhm. Achso, ist halt oft um so eine Kirche drumherum. Ja, ja. Ja. Klerikales Milieu. Klerikales. Okay. Klerikowski. Fand ich gut.